Kontrast zu den überteuerten Preisen steht leider der aktuelle Zustand des Hauses. Es gibt die Möglichkeit, im Internet eine kostenlose... Dann haben es die Nächsten gekauft, haben damit sich komplett die goldene Nase verdient. Etwa 25-30% des Hauses sind für Besucher nicht zugänglich. Wahrscheinlich, wenn du dann so ein richtig gruseliges Video machst, von wegen so, oh, hier spukt es, ich habe was gehört und bla bla bla, dann ist okay. Das ist ein Haus wie jedes andere, Leute. Dann darfst du das nicht hochladen. Ist aber die inhaltliche Kontrolle des Videos, die dann das Conjuring-Team im Anschluss vornimmt. Der eingeschränkte Zugang zu Teilen des Hauses ist ein weiterer Kritikpunkt. Was? Was? Was ist denn das für ein Quatsch? Genau, bis eine Minute habe ich geguckt. Dann dachte ich mir, hä, voll interessant. Kann ich mir ja im Stream angucken. Und das machen wir jetzt mal. Wir gehen rein in ein Video von Jay's Mansion. Ist das Conjuring-Haus am Ende? Fragezeichen. Das heutige Video bricht mir selbst das Herz. Ich bin auch nur ein Mensch und ich liebe Horror, Geistergeschichten und alles, was irgendwie gruselig ist. Aber wir müssen reden. In diesem Video möchte ich für euch eine aktuell laufende Kontroverse aufarbeiten und am Ende müssen wir uns der unangenehmen Frage stellen, ist das Conjuring-Haus am Ende? Im Internet geht es diesbezüglich seit einigen Monaten heiß her. Es gab diverse Debunks, wilde News und vor kurzem reichte sogar ein schlichtes Vogelvideo aus dem Garten des Conjuring-Hauses, um einen neuen Meltdown zu entfachen. Um zu verstehen, hä? Habt ihr da irgendwas mitgekriegt mit dem Conjuring-Haus? Also ich meine, ich gucke ja auch so gar keine Nachrichten und so, ne? Ja, wir gucken mal weiter, sie wird es ja jetzt gleich erzählen. Warum sich mehr und mehr Leute gegen einen von Amerikas berühmtesten Spukorten positionieren und diesen sogar boykottieren wollen, habe ich für euch eine kleine Timeline erarbeitet und wir gehen die Geschichte jetzt einmal Schritt für Schritt chronologisch durch. Hierbei ist mir aber wichtig zu sagen, dass ich weder irgendjemanden die Banke oder aber exposen möchte, diese Arbeit haben bereits genug andere Leute getan. Ich fasse lediglich in diesem Video alle Geschehnisse einmal möglichst kompakt zusammen. Und bevor jetzt jemand kommentiert, dass das nur ein Haus sei und dass es dort keine Geister gibt, das ist hier nicht der Punkt. Der aktuelle Skandal rund um das Conjuring-Haus handelt nicht davon, dass es dort nicht spuken würde, sondern es geht vielmehr um den mutwillig herbeigeführten Zerfall eines historischen Gebäudes, sehr fragwürdiges Verhalten gegenüber Menschen und Betrug. Welche Story man sich über das Conjuring-Haus erzählt, lasse ich euch einmal flott von einem von YouTubes größten Horrorkanälen zusammenfassen. Was gibt's? Sam und Colby hier. Willkommen zur Horrorwoche. Wir planen, 7 Tage im Conjuring-Haus zu verbringen. Heute ist Tag 2. Dieses Haus inspirierte das Conjuring-Franchise. Es war Schauplatz einer Seance, 1974, durchgeführt von den berühmten Dämonologen Ed und Lorraine Warren. Die dort lebende Elternfamilie wurde jahrelang von Geistern belästigt. Der Spuk begann mit dem Krieg von König Philipp. Der blutigsten Schlacht pro Kopf auf US-amerikanischem Boden. Also gibt es hier beobachtete Soldatengeister. Überall. Der aktivste Geist ist Abigail Arnold, die hier wohnte, als es noch das Arnold-Anwesen war. Sie ist bekannt als super netter Geist und fungiert sogar als Beschützerin und Matriarchin des Hauses. Wir konnten durch Cody und Satori mit Abigail kommunizieren. Ihre Methode hat uns umgehauen und wir freuen uns, euch das heute Abend wieder zu... Zu Sam und Colby kommen wir später noch einmal, wenn wir chronologisch an der richtigen Stelle... Ja, also ich glaube halt auch ein bisschen... Dass dieser Hype einfach übelst genutzt wurde von diesem Haus, wegen diesem Horrorfilm, um damit Geld zu verdienen. Ne? Das wird wahrscheinlich halt regelmäßig irgendwie vermietet. Irgendwelche Leute machen da irgendeine Scheiße dann auch. Wahrscheinlich wird auch einiges geklaut worden sein, kaputt gemacht worden sein. Mutwillig herbeigeführter Zerfall, hat sie auch eben gesagt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die da halt extra nichts renovieren, nicht das Dach neu machen, damit es halt noch gruseliger wirkt, keine Ahnung. Aber crazy, ey. Also ich habe da noch nie was von mitbekommen, dass das irgendwie so ein Thema ist irgendwie. Sind. Und auch die Namen Cody und Satori werden später noch einmal wichtig. Deren Methodik als sogenanntes menschliches Ouija-Brett hat nämlich nicht nur Sam und Colby umgehauen, sondern auch diverse Debunking-YouTuber und letztendlich vielleicht den ganzen Ruf des Conjuring-Hauses. Womit ich aber gerne einsteigen möchte, ist eine historische Richtigstellung der Ereignisse. Sam und Colby sprechen in ihrem Intro den King Philips-Krieg an, eine sehr blutige Schlacht, die auf dem Grundstück des Conjuring-Hauses stattgefunden haben soll.
Der King-Philips-Krieg fand in den Jahren 1675 und 1676 statt. Der YouTuber The Side-Eye Guy hat sich in seinem Video Skeptic Exposes What It's Really Like Overnight at the Conjuring House unter anderem mit der Historikerin Jamie Rubio unterhalten, die sich intensiv mit der Geschichte des in Frage stehenden Grundstücks befasst hat. Jamie sagt, die einzige Schlacht, die grob in dieser Gegend stattfand, wurde ungefähr 60 Meilen bzw. rund 100 Kilometer östlich des Grundstücks ausgetragen. Jamie versichert, es gab nie eine Schlacht oder einen Krieg auf dem Grundstück des Hauses. Der King-Philips-Krieg und Schlachten des Revolutionskriegs fanden dort nicht statt. Oft wird auch behauptet, dass sich auf diesem Grundstück mal eine indigene Begräbnisstätte befunden hätte, aber auch diese Behauptung kann nicht historisch belegt werden. Das Conjuring House ist in der Tat aber ein sehr altes Haus. Errichtet wurde es irgendwann zwischen 1725 und 17... Sieht jetzt aber auch nicht aus wie so, wie ich mir jetzt so ein Horrorhaus vorstellen würde, muss ich sagen, ne? Aber wenn ich das da auch schon sehe hier mit diesem Skelett hier vorne vor der Tür, ne? Oh, Leute, ey, weiß ja nicht. Und ja, das ist halt auch wieder so ein Zeichen dafür, ne? Das wird halt extra irgendwie wahrscheinlich auch so hergerichtet sein. 1936. 1812 war dann das Geburtsjahr von Beth Sheba Sherman. Vielleicht sagt euch der Name was wegen des Conjuring-Films. Man sagt ihr nach, dass sie eine Nachfahrin von Mary Town Easty sei, die in den Hexenprozessen von Salem 1692 hingerichtet wurde. Dass diese Hexenprozesse ein riesiges Unrecht in unserer Menschheitsgeschichte waren, brauche ich an dieser Stelle hoffentlich niemandem zu erklären. Es heißt, Bathsheba war eine Hexe und betete den Teufel an. Ihre Liebe zu Satan soll sogar so weit gegangen sein, dass sie ihm 1863 ihr eigenes Baby opferte. Dabei wurde sie jedoch von ihrem Mann Jetson Sherman erwischt und floh daraufhin zum heutigen Conjuring House, um sich dort an einem großen Baum zu erhängen. Bevor sie das tat, verfluchte sie das Land und es heißt, ihr böser Geist spuke dort noch heute. Bathshebas Fluch sah vor, dass sie jede Familie heimsuchen würde, die in ihrem Haus einziehen wird. Diese Storyline ist sehr spannend, aber sie hinkt an einigen Stellen. Bathshebas Geist erlaubte sich nämlich eine ziemlich lange Pause und suchte erst ab dem Jahr 1971 angeblich die Familie Perrin heim. Davor wurden keinerlei paranormale Phänomene in diesem Haus dokumentiert und ganz wichtig, das Conjuring House war ja niemals Bathshebas Haus. Sie war maximal die Nachbarin, aber stand ansonsten in keiner direkten Verbindung zum Conjuring House. Ist krass, ne? Wie viel dann doch irgendwie an diesem Film irgendwie Unwahrheit ist. So, oder was dann noch irgendwie vielleicht auch, wie viel dazu gedichtet wurde, um es halt noch gruseliger zu machen und so. Ja, aber es ist ja immer so, ne? Nur in dem Fall wird es halt alles krass aufgedeckt, weil das Interesse so groß ist. Ja. Bevor die Parents in das Haus eingezogen sind, lebten dort die Richardsons, die Arnolds, die Butterworths und die Canyon-Familie. Nur als Richtwert, wie viele Familien diesem angeblichen Fluch vor den Parents entgangen sind. On top kommt hier aber noch... Es ist noch keine Schlafenszeit. Was ist denn los, Freunde? Na gut, es ist Sonntag, ne? Ihr müsst wahrscheinlich morgen früh arbeiten, ne? Dass die echte Bathsheba Sherman eine ganz normale Frau war, die in ihrem Leben weder irgendwelche Rituale praktiziert, noch Kinder ermordet hat. Sie starb im Alter von 73 Jahren in ihrem eigenen Haus an einem Schlaganfall. Ich möchte echt kein Spielverderber sein und ich finde Spukgeschichten wie im Intro schon erwähnt selbst sehr spannend. Aber hier hört der Spaß leider auf. Man könnte sich jetzt natürlich fragen, was so schlimm daran sei, Bathshebas Story umzudichten, aber rein aus moralischer Perspektive finde ich diese Frage schwierig. Wir reden hier über eine echte Frau, die man nach ihrem Tod so sehr diffamiert hat, dass unter anderem ihr Grabstein zerstört wurde. Ausgedacht wurde sich die Bathsheba-Satanisten-Lore mutmaßlich von Lorraine Warren und oder den Parents und beide profitierten im Gegensatz zu Bathsheba stark von der Geschichte. Wenn man sich schon eine böse Hexe ausdenken muss, dann hätte man sich ja wenigstens eine rein fiktive Hexe ausdenken können. Das macht die Geschichte speziell in diesem Fall jetzt auch nicht mehr oder weniger glaubwürdig. Die historischen... Aber ich glaube, dadurch, dass es eine echte Person war, ist es halt ein bisschen glaubwürdiger irgendwie, ne? Fakten sprechen ja schließlich gegen die Storyline. Von 1970 bis 1980 lebten dann die Parents im Conjuring House. Andrea Perrin, die älteste Tochter, beschreibt ihre Zeit im Haus auf der Website des Conjuring Houses ungefähr so. Im Juni 1970 stieß Carolyn Perrin, die Mutter der Familie, zufällig auf die Farm in Harrisville, Rhode Island. Rückblickend scheint es, als wäre die Familie von diesem ländlichen Ort regelrecht angezogen worden. Die Parents erwarben das Anwesen im Dezember 1970 und lebten dort bis Juni 1980.
Von dem Tag ihres Einzugs bis zu ihrem Umzug nach Georgia wurden sie ständig von paranormalen Phänomenen begleitet. Als Andreas Mutter sie 1980 über den bevorstehenden Verkauf des Farmhauses informierte, war Andrea untröstlich. Trotz aller Schwierigkeiten war es für sie immer ein Zuhause gewesen, das sie sehr geliebt hatte. Obwohl die Familie ihren Platz auf dem Land verließ, blieb das Conjuring House tief in ihnen verwurzelt. Andrea betont, dass viele Menschen nur Fragmente ihrer Geschichte kennen und diese weitergegeben haben. Nun sei es an der Zeit, die volle Wahrheit darüber zu enthüllen, was in dem von Tod umgebenen Farmhaus tatsächlich geschehen ist. Die Familie verbrachte ein aufschlussreiches Jahrzehnt in Gesellschaft von Geistern. Andrea ist überzeugt, dass diese Geschichte es wert ist, erzählt zu werden. Weil sie wahr ist. Aber wie wahr kann eine Geschichte über ein, ich zitiere, vom Tod erfüllten Farmhaus sein, wenn in diesem Haus niemals ein ungewöhnlicher Todesfall stattfand? Auch hierzu äußerte sich die Historikerin Jamie Rubio aus dem bereits zitierten Video von The Side-Eye Guy. Sie sagt, im Conjuring-Haus wurde nie jemand ermordet, es habe sich auch nie jemand das Leben genommen oder sei ertrunken und wenn es einen mysteriösen oder unheimlichen Todesfall gegeben hätte, wäre der mit Sicherheit in dem Buch The Black Book of Burrellville aufgeführt worden. Bei diesem Buch handelt es sich um eine Art Archiv merkwürdiger Todesfälle, die in der Ortschaft passiert sind, der das Conjuring-Haus angehört. Nun sind wir im Jahr 1973 angekommen. Ed und Lorraine Warren. Das heißt, anhand dieses Buches könnte man halt wirklich sagen, wer da gestorben ist und wer nicht und warum und woran. Und das zeigt halt noch mehr, was für ein großer Quatsch das alles ist. Schade eigentlich, schade, ey. Also, ja, hört sich auch wieder blöd an, aber ist halt eine krasse Story so, ne? Ich finde es halt irgendwie ein bisschen blöd, dass das alles so zusammengereimt ist. Spielten eine zentrale Rolle in der Geschichte des Conjuring-Hauses, zumindest bei seiner Popularisierung. Ihre Beteiligung begann im Oktober 1973, als sie auf den Fall aufmerksam wurden und mit der Untersuchung des Hauses begannen, in dem die Perrin-Familie lebte und angeblich paranormale Erfahrungen machte. Zu diesem Zeitpunkt entstand auch die Geschichte um die vermeintlich gruselige Hexe Bathsheba Sherman. Laut Andrea Perrin wurden die Warrens im August 1974 nach einer misslungenen Seance von dem Fall abgezogen, kehrten aber einige Wochen später zögernd zurück, um nach der Familie zu sehen. Unmittelbar nach ihrer Untersuchung fingen die Warrens an, ihre Ergebnisse mit der Öffentlichkeit zu teilen, was die Perrins angeblich missbilligten. Ein Zeitungsausschnitt von August 1976 zeigt, dass die Warrens planten, über das verhexte Farmhaus zu sprechen und Themen wie Geister, Hexen und Dämonen zu behandeln. In den frühen 1980er Jahren vertiefte Tony Sparra, der Schwiegersohn der Warrens und derzeitige Besitzer des Warren Museums, das öffentliche Interesse durch einen Artikel über das Haus und seine angeblichen Heimsuchungen. Auch wenn die Rolle von Ed und Lorraine Warren im Conjuring-Fall nicht annähernd so groß war, wie viele vielleicht vermuten, führte ihre Version der Geschehnisse letztendlich zu dem weltberühmten Kinofilm. 2013 erscheint Conjuring, die Heimsuchung. Dieser Film sorgte für eine von zwei großen Aufmerksamkeitswellen für das Haus, ganz zum Ärger der damaligen Bewohner Norma Sutcliffe und Gerald R. Helfrich. Norma und Gerald lebten seit 1987 in dem Haus, bis durch den Filmhype im Jahr 2013 ihr ländliches Idyll gestört wurde. Die beiden fühlten sich von Fans des Übernatürlichen so sehr belästigt, dass sie 2015 sogar Klage gegen Warner Brothers einreichten. Ja, das kann ich mir halt auch vorstellen, ne? Dieser Film ist ja, denke ich mal, auch damals schon durch die Decke gegangen. Irgendwie, also jeder Horrorfilm-Fan kennt diesen Film. Und ich glaube, gerade für so Leute, die nicht weit davon weg wohnen, die jetzt, sagen wir mal, so eine halbe Stunde, eine Stunde weit weg wohnen, also ich wäre da auch hingefahren. Ich wäre da auch hingefahren, hätte erstmal, keine Ahnung, mir das angeguckt. Aber ist ja klar, dass dann da hunderte Menschen jeden Tag in deinem Vorgarten stehen, ne? Das muss ja übelst belästigend sein. Ja, krass. Vorwürfe lauteten wohl zum einen, dass Norma und Gerald nicht über die Produktion des Films informiert wurden und dass es den Fans leicht gemacht wurde, das echte Conjuring-Haus zu finden, weil die Parents im Film nicht umbenannt wurden. Vier weitere Jahre lebte das Ehepaar noch in ihrem Haus, bis es ihnen zu viel wurde und sie... Aber es ist im Film auch genau das Haus, ne? Also... Nee. Im Film haben die wahrscheinlich eine Filmkulisse gehabt. Aber das echte Haus als Vorbild genommen, dass es genau so aussieht. Also so denke ich jetzt mal, oder was meint ihr?
Im Film ist es ein anderes. Ja, okay. Ah, okay, die haben halt. Ja, einfach nur, weil die echten Namen von denen benutzt haben, ne? Konnten die rausfinden, wo das Haus ist. Ah, krass, ey. Es letztendlich verkauften. Des einen Leid Und ist des deswegen haben sie es anderen dann Freud. verkauft. Unter dieser Überschrift könnte man das nun folgende kurze Kapitel des Conjuring-Hauses zusammenfassen. Während Norma und Gerald den Andrang auf das Conjuring-Haus als störend empfanden, Hey, ich hätte versucht, das an Warner Brothers zu verkaufen. Da hätte man noch das übelste Geschäft mitmachen können mit dem Haus. Ja, wahrscheinlich, okay, denkst du dir dann auch, ey, die Arschlöcher sind schuld, dass ich hier ausziehen muss. Jetzt verkaufe ich dir nicht noch mein Haus. Ja. sahen die neuen Eigentümer in Ja, diesem als wären die Umstand eine einfach Chance. vertrieben Corey und worden. Jennifer Heinsen Genau. kauften das Haus 2019 und kommerzialisierten es für die Gruseltouristen. Okay, und Nun konnte man die offiziell das neuen Haus Mieter oder besuchen, neuen Touren buchen Käufer und die besonders haben dann da Mutigen die konnten sogar Touri-Bude darin draus gemacht. übernachten. Der Preis für eine Übernachtung betrug damals $125 pro Person. 125 Dollar für eine Nacht im Conjuring-Haus. Ich wette, da zahlst du mittlerweile, kannst du nochmal eine Null hinten dranhängen. Also, $125, Junge, die haben bestimmt sich damit dumm und dämlich verdient. Und dabei ist es ja nicht mal das gleiche Haus wie im Film, weil im Film haben sie ja eine Filmkulisse gehabt oder ein anderes Haus genommen. Es ist zwar das Haus, was es nach der Story ist, aber die Story ist ja Quatsch. Also ist ja alles Humbug, oder? Also das ist ja völlig verrückt. Außer Das ist freitags ja. und samstags. Da waren es pauschal $750 für 6 Personen und $125 für jeden weiteren Gast. Behaltet diese Zahlen gerne kurz einmal im Hinterkopf. Wir kommen da eventuell gleich nochmal drauf zu sprechen. Die Heinsens haben das Conjuring-Haus allerdings relativ schnell wieder verkaufen müssen. Gegenüber dem Wall Street Journal sagten sie, dass der Verkauf daher rührte, dass Corey gesundheitliche Probleme habe und die Geschäftsführung mit zu viel Stress verbunden sei. In einem Livestream, auf den wir in Kürze zu sprechen kommen werden, wird allerdings ein Bild gemalt, das ein mehr als schlechtes Licht auf die aktuelle Besitzerin des Conjuring-Hauses wirft. In diesem Livestream wird nämlich offenbart, warum gerade Jacqueline Nunes den Zuschlag für den Hauskauf bekommen hat. Im Mai 2022 kauft Jacqueline Nunes das Conjuring-Haus für 1,52 Millionen US-Dollar und von nun an wird die Timeline ändern. Junge, ich wette, der Preis von diesem Haus, der ist gestiegen, ey, über die Jahre von 100.000 auf 1,5 Millionen. Die ersten, die wurden dann sozusagen vergrault. Die haben das wahrscheinlich für, keine Ahnung, Alter, 150.000 oder so verkauft. Dann haben es die nächsten gekauft, haben damit sich komplett die goldene Nase verdient, das Ding für 1,5 Millionen verkauft, einfach nur wegen der Story. Und jetzt bin ich gespannt, was die nächste Besitzerin damit gemacht hat. Jetzt bin ich gespannt. Das ist wahrscheinlich die aktuelle noch. Ein bisschen detaillierter. Jacqueline ist eine Immobilienentwicklerin aus Boston. Laut den Infos ihrer eigenen Website glaubt sie an das Paranormale und trotz der Kommerzialisierung des Conjuring-Hauses sieht sie darin auch einen Ort der Heilung und Selbsterforschung. Trotz einiger Kontroversen um die Kommerzialisierung des Hauses betont Jacqueline, dass ihr Hauptziel darin besteht, einen respektvollen und sinnvollen Umgang mit dem Ort und seiner Geschichte zu gewährleisten. Und genau dieser Punkt ist unter anderem hinterfragenswert. Im Frühjahr 2023 erweiterte Jacqueline das Touristenangebot um eine Attraktion, das sogenannte Gamping. Dabei handelt es sich um eine Wortneuschöpfung aus den Begriffen Ghost und Camping. Für 300 bis 400 US-Dollar die Nacht kann man in Zelten auf dem Grundstück übernachten. Je gruseliger die Was? Location, desto teurer wird die Nacht. Eines der Zelte wird sogar damit beworben, dass man die Chance hätte, an diesem Ort sogar Bigfoot zu sehen. Wie gut sich der erhöhte Besucherandrang auf die Natur. Was hat denn jetzt auf einmal Bigfoot damit zu tun? Alter, was stimmt denn mit der nicht? Rund um das Conjuring-Haus auswirkt, ist eine Frage, die man sich ruhig einmal stellen Ah, kann. Ruby, ja, Eine zweite okay. Frage ist, wie Ergibt Sinn. respektvoll wird letztendlich wirklich mit der Geschichte des Hauses umgegangen? Schließlich wird die Storyline ja komplett verbogen, um in ein Spuknarrativ zu passen. Und YouTuber, die in das Haus gehen, um ein Video zu drehen und dann die echte, wahrhaftige Geschichte des Hauses teilen wollen und sich kritisch mit dem Spuk dort vor Ort auseinandersetzen, werden potenziell zensiert. Aber auch darauf kommen wir gleich noch einmal zurück. Wie werden zensiert? Jetzt wird's Wer jedoch interessant. nicht zensiert wurde, waren Sam und Colby. Das sind die beiden Herren, die ich euch eingangs schon kurz gezeigt habe. Ah, okay. Also,
Die Videos wurden dann gesperrt oder wie von YouTube? Und warum wurden die nicht gesperrt? Das ist halt auch krass, ne? Also manche YouTuber haben halt irgendwie einen Bonus bei YouTube. Zum Beispiel auch Mr. Beast. Klar, YouTube hat sich mit Mr. Beast ja komplett dumm und dämlich verdient. Und ich habe letztens eine Doku über Mr. Beast geguckt. Der hat Funktionen bei YouTube, die sonst kein anderer hat, ne? Der kann Videos von einem Kanal auf den anderen verschieben und so. Und ja, ist krass. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch einfach nur, den ihr Video wurde nicht gesperrt, weil YouTube selber damit so viel Geld verdient mit dem Video. Durch die Werbung, Werbeplatzierung und so, ne? Ist krass, ey. Also das finde ich mal interessant jetzt. Habe. Die beiden verbrachten im Rahmen eines großen YouTube-Projektes, der Hell Week, im Oktober 2023 eine gesamte Woche im Conjuring-Haus. Der Kanal erreichte unfassbar krasse Aufrufzahlen mit ihren Conjuring-Videos, was dem Haus eine zweite gigantische Aufmerksamkeitswelle einbrachte. Allerdings richteten Sam und Colby in ihren Videos die Durch diese ganzen YouTube-Videos wird der Hype halt noch größer. Ja. Aufmerksamkeit auch auf zwei inzwischen ehemalige Mitarbeiter des Hauses. Cody und Satori, die eine ganz spezielle Methodik haben, um angeblich... Moana sagt gerade, okay, vielleicht wurde das... Aber wer soll das denn dann sperren, wenn das nicht YouTube sperrt? Die Besitzerin von dem Haus oder wie? Musst du bei der eine Genehmigung haben für ein YouTube-Video? Das kostet dann nochmal extra wahrscheinlich. Mit dem Jenseits zu kommunizieren. Dies hat uns so berührt, dass wir einen Monat später ins Conjuring-Haus zurückkehrten, um das Gesehene zu widerlegen. Es misslang. Die Aufnahmen hängen wir an. Wir möchten, dass ihr zuschaut und eure Meinung äußert. Denn Sam und ich denken jeden Tag an das, was wir erlebt haben. Diese spezielle Methode scheint die beiden Horror-YouTuber Sam und Colby so sehr fasziniert zu haben, dass sie ihr Publikum fragten, was sie denn von Cody und Satori halten. Sie fragten auch, ob das irgendjemand die Banken könne. Und genau das brachte vermutlich den Stein ins Rollen. Diverse Debunking-YouTuber, wie zum Beispiel Mythos Paranormal oder The Side-Eye Guy, haben sich mit Cody und Satori... Was heißt denn Debunking? Was sind denn Debunking-YouTuber? Hä? Was ist. Jetzt geht's aber los hier. Entlarvt. Aha. Fast. Und ihre Methode als Beschiss entlarvt. Im Dezember 2023 kam es dann zu einem Brand auf dem Grundstück des Hauses. Eine Scheune fing Feuer, in der eine Art paranormales Museum geplant war. Cody und Satori haben dafür einige Gegenstände aus ihrem Privatbesitz als Anschauungsobjekte zur Verfügung gestellt, die zu diesem Zeitpunkt bereits in der Scheune gelagert wurden. Jacqueline soll den beiden nach dem Brand Geld von der Versicherung zugesagt haben, das ihren Verlust abdecken würde. Wir reden hier wohl über Tausende von Dollar, aber eine genaue Summe ist mir nicht bekannt. Jacqueline sagte jedoch später, ihre Versicherung käme nicht für den entstandenen Schaden an den Gegenständen von Cody und Satori auf und ging dann sogar so weit, dass sie den beiden die Schuld für den Brand in die Schuhe schieben wollte. Am 23. Juni diesen Jahres verkündeten dann einige inzwischen ehemalige Mitarbeiter des Conjuring-Hauses über einen gemeinschaftlichen Post auf Instagram, dass sie sich entschieden haben, ihre Anstellung zu kündigen. Unter diesen Mitarbeitern war auch das viel kritisierte und widerlegte Ouija-Pärchen Cody und Satori. Am 11. Juli 2024 veröffentlichte Jacqueline Nunes wahrscheinlich als Antwort darauf ein Statement auf Facebook. Leider bin ich nicht mehr in der Lage, Jacquelines Post zu sehen. Das muss sich kürzlich geändert haben und ich vermute, dass sie die Sichtbarkeit eingeschränkt hat. Aber Jenny Twix hat ein ganz wunderbares Video gemacht, in dem dieser Post vorkommt und ich war so frei, einen Screenshot zu machen. Ihr könnt jetzt gerne kurz pausieren, um euch alles im Detail durchzulesen. Ich beschränke mich auf die Info, dass Jacqueline ihren neuen Mitarbeiter namentlich vorstellt und sagt, dass es ihr nicht leid tut, sich von so vielen alten Teammitgliedern getrennt zu haben. Sie geht sogar noch weiter und sagt, zu den Gründen für die Entlassung dieser Person gehörten grausame und hasserfüllte Beschimpfungen gegenüber anderen und der Verdacht, dass einige Mitarbeiter bei ihren Ermittlungsmethoden betrügerisch vorgingen. Das seien halt die Wachstumsschmerzen, die man als Business so hat. Als Reaktion auf diesen Post fand dann am 12. Juli ein Livestream auf dem Kanal von Jason Horst statt. Das ist der Stream, den ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe. Der Kanalinhaber Jason Horst moderierte zusammen mit einem Freund den Stream, in dem sieben ehemalige
ehemalige Mitarbeiter zu Wort kamen, darunter auch die ehemaligen Besitzer des Hauses, die Heinsens. Corey und Jen Heinsen berichteten unter anderem davon, dass Jacqueline sie im laufenden Verkaufsprozess verklagt hatte und eine Pfändung auf das Haus legte, was das Ehepaar daran hinderte, sich in Ruhe nach anderen Interessenten umzuschauen. Da Corey ohnehin gesundheitlich angeschlagen war und einer der Verkaufsgründe der große Stress war, sahen sich die Heinsens gezwungen, mit Jacqueline zu verhandeln und verkauften ihr letztendlich dann auch das Conjuring-Haus. Allerdings arbeiteten die beiden danach noch einige Monate für Jacqueline, bis sie zeitgleich mit einigen anderen Mitarbeitern im April diesen Jahres ihre Kündigung einreichten. In diesem Livestream äußerten Corey und Jen ganz offen ihre Bedenken über den Zustand des Hauses und das Management von Jacqueline. Und auf diese beiden Punkte möchte ich jetzt noch einmal dezidierter eingehen, da diese beiden Sachen von vielen Leuten im Internet kritisiert werden. Fangen wir beim Management. Sabrina, ich glaube, du schreibst das einfach falsch. Wir haben es doch gerade schon... Genau. Debunked. So schreibt man das. Wie Jacqueline ihren neuen Mitarbeiter behandelt, kann ich euch nicht sagen. Deshalb beschränke ich mich auf den Führungsstil des Conjuring-Hauses als Touristenattraktion. Wie genau eine Buchung inzwischen abläuft, wenn man im Conjuring-Haus übernachten möchte, erklärt The Side-Eye Guy in dem vorhin erwähnten Video. Schaut euch das später gerne einmal an, ich fasse jetzt nur seine wesentlichen Kritikpunkte zusammen. Zunächst einmal sind die Kosten für einen Aufenthalt außerordentlich hoch. Eine Grundbuchung für eine Nacht beläuft sich für eine Gruppe auf etwa $1,500. Möchte ein zweiter YouTube-Kanal ebenfalls filmen und anschließend Material auf YouTube hochladen, kommen weitere $850 hinzu. Somit kann der Gesamtpreis für eine Gruppe schnell auf $2,350 für eine einzige Nacht ansteigen. The Side-Eye Guy rechnet das in seine... Alter, was? Ich kann es, glaube ich, auch ehrlich sagen, Burg Huskar zum Beispiel, war auch nicht günstig, die eine Nacht. Aber da hatten wir eine verdammte riesige Burg, komplett für uns alleine. Und es war lang nicht so teuer wie dieses Conjuring-Haus, das kann ich sagen. Krass, da 2000 Euro. Im Video Euro etwas genauer vor. Die Einschränkungen beim Film sind ein weiterer großer Kritikpunkt. Denn pro Nacht dürfen lediglich zwei Kanäle für YouTube aufnehmen. Das besonders ist halt problematisch. Das bekannteste Spukhaus der Welt, ne? 2000 Euro für eine Nacht oder für ein Wochenende war das, glaube ich, ne? Ist aber die inhaltliche Kontrolle des Videos, die dann das Conjuring-Team im Anschluss vornimmt. Bevor ein Video auf YouTube hochgeladen werden darf, muss es zur Genehmigung vorgelegt werden. Da kommt natürlich die Frage auf, ob kritische Inhalte möglicherweise zensiert werden. Zudem besteht die Möglichkeit, dass ein Video trotz der hohen Investitionen nicht genehmigt wird. Der eingeschränkte Zugang zu Teilen des Hauses ist ein weiterer Kritikpunkt. Hä, was? Das war was? Was ist denn das für ein Quatsch? Stell mal vor, du bist ein YouTuber und verdienst damit dein Geld. So, stell mal vor, wir reden jetzt mal von mir. Stell mal vor, ich flieg da jetzt hin, dreh da mein Video, investiere da 4000 Euro oder so in diese ganze Reise, in dieses Haus, in alles. 4000 Euro, sagen wir jetzt auch mal 4000 Euro. Dann mache ich mein Video fertig und schicke denen das und die sagen dann so, nö. Und dann sage ich so, ja, dann schneide ich das halt anders. Ja, nö. Ja, nö, wollen wir nicht. Ja, Alter. Das können die doch nicht machen. Etwa 25-30% des Hauses sind für Besucher nicht zugänglich. Wahrscheinlich, wenn du dann so ein richtig gruseliges Video machst, von wegen so, oh, hier spukt's, ich habe was gehört und bla bla bla. Dann ist okay, aber wenn du so ein Video machst und das so aufdeckst mäßig und sagst, ey, das ist einfach nur ein Haus, das ist ein Haus wie jedes andere, Leute, dann darfst du das nicht hochladen. Da dieser Bereich als Souvenirladen genutzt wird, dies reduziert den Raum für Untersuchungen erheblich. Der Gruppe, mit der The Side-Eye Guy unterwegs war, wurde sogar explizit gesagt, dass es besser wäre, wenn sie nachts das Haus nicht verlassen würden. Das ist vor allem unter dem Aspekt unfair, dass diverse große YouTube-Kanäle die Erlaubnis hatten, nachts auch das Gelände zu betreten und dort zu filmen. Auch die Regelung bezüglich Ouija-Brettern scheint irgendwie ein bisschen seltsam zu sein. Die Nutzung ist offiziell verboten, aber sie werden im Haus als Dekoration ausgestellt. Und um noch einmal auf die Ausnahmeregelungen für größere Kanäle zurückzukommen, Sam und Colby durften während ihrer Hell Week Ouija-Bretter benutzen. Alles in allem könnte man also die vertraglichen Vereinbarungen, die man unterzeichnen muss, um im Conjuring-Haus ein Video zu drehen, als ziemlich überzogen bezeichnen. Im starken Kontrast... Ja, und es ist dann einfach nur eine Sache des Geldes.
Also ich denke mal, diese beiden Dudes da, das wird wahrscheinlich ein Millionen-YouTube-Kanal sein. Und wenn die sagen, ey, wir geben euch einfach 10.000 Dollar für eine Nacht und wir dürfen da machen, was wir wollen, dann werden die wahrscheinlich sagen, ja, okay, mach. Oder ja, gib mir halt 20.000. Das wird die nicht jucken. Aber ja, es ist halt schon irgendwie scheiße, was die da machen. Es ist komplett scheiße. Die Leute da irgendwie ausbeuten und dabei ist das eigentlich alles Quatsch irgendwie. Krass, zu den überteuerten Preisen steht leider der aktuelle Zustand des Hauses. Es gibt die Möglichkeit, im Boah, ist Internet aber eine groß. kostenlose digitale Tour durch das Oha. Conjuring-Haus zu machen. Ich hatte bei den Oha. Screenshots allerdings nicht nur den Zustand des Hauses im Blick, sondern vor allem die Menge an Überwachungskameras vor Ort, die einem keinerlei Privatsphäre während seines Aufenthalts gönnen. Da Jacqueline Nunes auf ihrer Facebook-Seite Wie scheiße ist das denn? Das ist komplett mit Kameras ausgestattet, das Ding. Hä, die können dich die ganze Zeit beobachten, was du da machst. Ja, das wird ja immer unsympathischer irgendwie. Das ist doch alles blöd. Das ist doch der komplette Spaß ist doch weg irgendwie. So, weiß ich nicht. Seite auch schon. Fehlt nur noch, dass sie da irgendwie so irgendwelche Mechanismen eingebaut haben, dass so Türen von alleine auf und zu gehen oder so ein Quatsch, ey. Dann wäre es richtig lächerlich. Videos von diesen Kameras gepostet hat, kann ich sagen, dass mindestens die Kameras im Wohnzimmer auch die Audio mit aufnehmen. Cool. Nur im Keller habe ich keine Kamera entdeckt. Die gruseligsten Sachen passieren im Conjuring-Haus ja meistens im Keller. Und wenn ich mir das hier so angucke, stelle ich fest, wer vor seinem Besuch im Conjuring-Haus keine Angst vor Kellern hatte, hat sie definitiv danach. Aber der wahre Horror ist meiner Meinung nach der Zustand der Bausubstanz. Der Keller dient aber auch bei einigen der ehemaligen Mitarbeiter als Sinnbild dafür, wie wenig sich die neue Eigentümerin ihrer Verantwortung mit diesem historischen Gebäude bewusst ist. Einer der größten Kritikpunkte an Jacquelines Person ist derzeit aber, wie sie mit der ganzen Kritik umgeht. Kritiker sind für sie Hater, beziehungsweise wirft sie sogar die Frage auf, ob die kritischen Kommentare von Bots kommen könnten. Ganz egal, was sie auf der Internetpräsenz von The Conjuring House postet, die Kommentare sind voll von Sorge und Kritik. Einer der jüngsten Posts handelt davon, dass Jacqueline sich entschieden hat, das Gras auf der Ja, also siehst du, Ace sagt es gerade, wir waren ja auch hier im Kurhaus Sand im Schwarzwald. Da waren ja auch ein paar Kameras, ne? Also das fand ich halt auch schon irgendwie. Ich weiß nicht, Freunde, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, irgendwie von dieser ganzen Sache. Vor allem, es ist ja echt ein altes, schönes, historisches Haus, wie sie gerade gesagt hat. Und es ist so schade, ob jetzt Horrorhaus oder nicht, dass es halt verfällt, ne? Weil da steckt echt Geschichte drin. Ne? Das ist halt auch echt, ich finde es ein schönes Haus. Ein richtig schönes Haus. Also würde ich schon fast als Traumhaus bezeichnen. Aber. Ja, muss man halt auch pflegen, ne? Muss man halt auch ein bisschen Geld reinstecken. dem Gelände Das ist echt wachsen zu reine lassen, um Abzocke die für Bier. Grillen nicht zu stören. In den Kommentaren ist man sich aber einig, dass Jacqueline inzwischen wahrscheinlich sämtliche Mitarbeitenden vergrault habe und sich deswegen niemand mehr um den Rasen kümmern kann. Es stehen nämlich auch die Vorwürfe im Raum, dass Mitarbeitende vom Conjuring House nicht bezahlt worden sein sollen. Einer der heftigsten Skandale, den ich nicht auslassen kann, aber mit dem ich das Ende des Videos einleiten möchte, ist Jacqueline Nunes' Umgang mit dem ehemaligen Mitarbeiter Brian Denzerow. Brian wurde nämlich vorgeworfen, er habe 3.000 Dollar aus der Kasse des Conjuring-Hauses entwendet. Jacqueline wurde diese Information von John Arnold zugetragen. Das wäre ja alles noch irgendwie okay, aber wir müssen bei dieser Geschichte bedenken, dass John Arnold einer der ehemaligen Besitzer des Conjuring-Hauses ist, der im Jahr 1839 verstarb. Jacqueline sagt zu der ganzen Geschichte Folgendes: Es spielt keine Rolle, ob man an das Paranormale glaubt oder nicht. Ich und jeder Mensch hat ein Recht auf Erfahrungen, die unserem Leben Verständnis und Sinn verleihen, einschließlich der Information oder Wahrnehmung von bösen Akteuren und Handlungen. Was Brian angeht, so hat sich meine Erfahrung mit ihm schnell entwickelt und gipfelte in der Kündigung seines Arbeitsverhältnisses nach freiem Ermessen. Ich könnte euch jetzt noch kleinteilig sehr viel mehr über die Conjuring-Kontroverse erzählen. So hat Jacqueline den Heinsens, also den vorherigen Besitzern, unter anderem auch vorgeworfen, dass sie ihr Geld gestohlen hätten. Der Grund für diese Anschuldigung war dieses Mal jedoch von dieser Welt. Corey und Jan Heinsen wurden nämlich fälschlicherweise von einer Sunny, ey, danke für den kleinen, aber feinen Raid hier. Vielen Dank, vielen Dank.
Buchungsfirma kontaktiert, die sie früher, als ihnen das Business noch gehörte, auch schon für ihre Veranstaltungen engagiert hatten. Jacqueline arbeitet allerdings mit der gleichen Firma zusammen und unterstellt, dass diese Kontaktaufnahme kein Missverständnis, sondern kalkuliertes Unterschlagen war. Nun, nachdem ich euch all das erzählt habe, sollten wir uns noch einmal der Frage aus meiner Einleitung widmen. Ist das Conjuring House noch zu retten? Wenn ihr mich fragt, ist das Conjuring House als einer von Amerikas beliebtesten Spuklocations wahrscheinlich gestorben, solange die aktuelle Eigentümerin die Leitung der Geschäfte in ihren Händen hält. Jacqueline drängt sich so sehr in den Vordergrund, dass das historische Erbe, das sie in ihrem Besitz hat, eine immer kleinere Rolle spielt. Einige vermuten, dass die Preise für die Events und Übernachtungen im Conjuring House so hoch sind. Okay, Freitag auf Samstagnacht. Für 8 Leute 1280. Und dann, wenn du ein YouTube-Video drehen willst, nochmal 800 Euro extra oder was, ey. Hoch sind, weil Jacqueline sich einfach mit der Finanzierung übernommen habe. Ob das der Wahrheit entspricht, kann ich euch aber nicht bestätigen. Vielleicht ist sie auch einfach nur gierig und möchte austesten, wie viel die Leute bereit sind zu bezahlen. Ich fürchte, es wird sich spätestens zeigen, was mit dem ganzen Geld passiert ist, das Jacqueline mit dem Haus eingenommen hat, wenn sie die wirklich notwendigen Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten nicht mehr länger aufschieben kann. Das könnte potenziell noch ein Thema werden, das Jacqueline Nunes zum Verkauf zwingen könnte. Die Resonanz unter den Facebook-Posts der offiziellen Conjuring-Seite ist ziemlich einheitlich. Die meisten Kommentierenden würden sich einen Eigentümerwechsel wünschen. Einige schreiben sogar, dass sie das Conjuring-Haus schon immer einmal besuchen wollten, aber das jetzt mindestens so lange aufschieben, bis Jacqueline nicht mehr dafür zuständig ist. Die Leute, die Jacqueline als Bot sieht, sind alles potenzielle Kunden und ich schätze, es ist nur eine Frage der Zeit, bis der letzte YouTuber sein Video dem Conjuring-Team zur Durchsicht vorlegen wird. Eine gute Sache hat das ganze Drama um das Conjuring-Haus jedoch. Je mehr Leute über dieses Haus diskutieren, desto mehr wird auch mit den Lügen der Warrens aufgeräumt und die wahre Geschichte des Hauses wird verbreitet. Vielleicht wird sogar eines Tages der Name von Bathsheba Sherman reingewaschen. Natürlich könnte man sich jetzt auch die Frage stellen, ob das Conjuring House nicht schon immer ziemlich überbewertet war, aber die Antwort überlasse ich euch. Also, was ist eure Meinung zu dem Thema? Habt ihr von dem ganzen Drama mitbekommen oder war das... Ja, Leute. Schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen, was ist eure Meinung zu dem Thema? Ich würde mir das Ganze auch ehrlich gesagt mal gerne anschauen, auch wenn die Story ja wahrscheinlich alles nur Quatsch ist, aber unter den Umständen werde ich das nicht tun. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, wir sehen uns zum nächsten Video, zum nächsten Abenteuer, haut rein, ciao.